Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Heute mal zu zweit mit der Vespa unterwegs. Beides die Modelle Vespa Primavera 50. Einmal die weiße Variante und dann die blaue Variante. Ja, Wetter ist heute so, ich sag mal, mittelmäßig. Aber man sollte doch, ich sag mal, die letzten oder kurzen Sonnenstrahlen mal ausnutzen. Ja, die weiße Vespa Primavera 50 gehört zu Jürgen. Der steht jetzt hier gerade hinter mir, möchte nicht so gerne ins Bild. Er meint, er ist jetzt nicht so fotogen. Ja, kannst ja vielleicht mal ein bisschen was zu deinem Roller sagen. Wie zufrieden bist du denn mit der Vespa? Ja, im ne? Retro-Look. Läuft. Also hat ja wirklich so ein bisschen was so aus 60er Jahre, ne? Aber ich sag mal so auf den ersten Blick. Aber der Eindruck täuscht, das ist das 2021er Modell. Brandneu, keine 200 Kilometer runter. Im Grunde genommen, der Motor wird noch eingefahren. Ne? Bremsen dürften mittlerweile schon so halbwegs eingelaufen sein. Ja, ein schönes Schloss hat er sich auch dazu gekauft mit 100, 110 Dezibel akustischen Alarm. Ne? Ja, ich glaube, das ist etwas, was mir auch noch fehlt. Aber hier, wie man sieht, wirklich ein wunderschöner Vespa-Roller. Auch ein sehr schöner Helm dazu, ohne Visier. Aber hier brennen einem richtig die Augen, ne? Vor Glanz. Ja, und das ist jetzt die andere Variante mit Topcase und kleinen Windschild. Hält ein bisschen die Fliegen ab, aber ich vermute mal vielleicht auch so eine kleine Bremse. Ja. Ja, schauen wir mal, wo wir noch hinfahren. Im Augenblick scheint die Sonne. Das sah vor eine halbe Stunde ganz anders aus. Ja, dort war es dann erstmal. Ja, hier nochmal ein kurzer Zwischenbericht. Ich habe das ja gerade angesprochen in dem Video davor. Ja, der Jürgen hatte sich dieses Schloss geholt, dieses Bremsscheibenschloss mit akustischen 110 Dezibel Alarm. Der auslöst, also ist recht laut. Ja, wollen wir das mal kurz dran machen, mal austesten. Also es ist sehr extrem. Das wird dann einfach in die Bremsscheibe da eingespannt und macht natürlich ordentlich Krach. Dazu gibt es auch noch so eine Art Gummiband in, ja, jetzt geht's nicht. Das ist der typische Vorführeffekt. Aber so ist es ja meistens auch. Ja, jetzt ist es aktiviert, ne? Genau, jetzt wackelt man ein bisschen. Und ja, 110 Dezibel. Aua. Das tut richtig weh in den Ohren. Ja, sollte man darüber nachdenken, sich sowas auch anzuschaffen. Ich werde mir auch so eins holen, vielleicht auch genau dasselbe. Mit einer kleinen Tasche und auch so ein bisschen Zubehör, Batterien und so ein kleiner Imbusschlüssel. Ja, und das Ding war auch recht günstig, ne? Was hat es gekostet? Knapp 18 Euro. Knapp 18 Euro, da kann man nicht meckern. Na gut. Ja, unsere kleine Rollertour neigt sich langsam dem Ende. Wir sind jetzt gute 30, 40 Kilometer zusammen gefahren. Ja, wir haben festgestellt, der weiße ist ein bisschen schneller im Anzug und der blaue ja, in der Endgeschwindigkeit, vielleicht 1 km/h. Vielleicht, oder man bildet sich das einfach ein, das kann auch sein. Ja, was kann man jetzt noch zu den
zu der Primavera 50 sagen? Also auf alle Fälle sehr sparsam. Und zuverlässig. Jetzt im Vergleich zum Zweitakter, also ich kann es auch bestätigen, ich habe zu Hause ja noch den Piaggio, also im Anzug schneller. In der Endgeschwindigkeit natürlich auch. Aber hier liegt es eben auf der Hand, die Zuverlässigkeit des Viertakters, ganz definitiv. Und auch die Sparsamkeit. Ja, das war es jetzt erstmal wieder von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir ein Abo da, Daumen hoch und ich sag mal, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.